Guten Morgen, liebe Tarot-Freunde. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir schauen uns in diesem Video auch wieder an, was euch heute erwartet. Was ist heute alles möglich? Was ist heute alles möglich? Was ist heute alles möglich? Ihr müsst nichts auswählen, sondern einfach zuhören. Manchmal sind es Ratschläge, ja, manchmal sind es Ereignisse. Ihr müsst aber nicht mit allem in Resonanz gehen, mit allen Ereignissen. Erste Information. Erste Information. Sieht so aus, als hättet ihr heute nicht so wirklich Lust auf Bewegung, nicht so wirklich Lust, irgendwas zu verändern, irgendwas zu machen. Es kann sein, dass irgendein Vorschlag kommt, aber ich habe hier die Tendenz, dass ihr heute, ja, vielleicht nehmt ihr euch vor oder vielleicht müsst ihr heute einkaufen, verschiebt es dann nochmal irgendwie auf Montag, Dienstag, wie auch immer, ja. Und isst dann das, was da ist, ja, oder bestellt euch vielleicht irgendwas. Weil hier sieht es danach aus, als hättet ihr heute keine Lust, irgendwas zu machen. Ihr habt wahrscheinlich die Wahl, ja, oder ihr habt wahrscheinlich heute die Möglichkeit, das Haus zu verlassen, irgendwo hinzugehen, irgendwas anzunehmen, irgendeinen Vorschlag anzunehmen. Der wird hier sehr wahrscheinlich kommen, dieser Vorschlag. Aber wie gesagt, ihr entscheidet euch dagegen, weil das ist der Weg und das Ast der Schwerter kann dafür stehen, dass ihr diesen Weg quasi abschneidet, ja, also dass ihr diesen Weg nicht geht, weil die ersten Karten deuten ihr darauf hin, dass ihr heute keine Lust habt, ja, irgendwas zu machen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, also Vorschläge sind hier möglich. Es gibt trotzdem die Tendenz, ja, weil diese drei Karten hier kann man auch dennoch deuten, dass ihr vielleicht euch doch dazu entschließt, ja, euch auf den Weg zu machen. Aber bei den meisten wird es so sein, dass ihr heute irgendwas verschiebt, ja, irgendeine Einladung nicht annehmt. Vielleicht ist das auch eine Freundin von euch, ja, die in dieser Energie sein wird. Ihr wisst das ja, ja, oder die, die mich schon länger zuschauen, wissen, dass die Tageskarten nicht unbedingt direkt auf euch zutreffen müssen, ja, sondern auch einfach auf Menschen um euch herum treffen können, die euch sehr nahe stehen, mit denen ihr zu tun habt. Okay, zweite Information. Was haben wir denn hier? Und auch hier an dieser Stelle, ja, Informationen können sich überschneiden, weil die einen gehen damit in Resonanz und die anderen gehen mit einer ganz anderen Situation in Resonanz. Ja, hier ist ein wenig Unwohlsein zu sehen, Mädels. Mädels und Jungs. Ja, Unwohlsein und wieder die Tendenz, dass ihr keine Lust habt auf Gesellschaft, auf vielleicht irgendein Fest, irgendeine Veranstaltung. Und auch hier ist wieder die Tendenz, ich bleibe zu Hause. Einige machen Wellness vielleicht zu Hause. Ja, so Maske, vielleicht ein Bad, ja. Unwohlsein ist hier los. Unwohlsein und keine Lust, das Haus zu verlassen. Vielleicht ist heute bei euch irgendwie, ja, irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Wetter oder so. Ja, ihr kennt ja so Tage, wo alles grau und schwarz und es regnet von morgens bis abends und man hat eigentlich gar keine Lust, irgendwas, noch nicht mal im Haus irgendwas zu machen. Außer vielleicht bei einigen von euch ist hier Wellness zu sehen. Vielleicht entschließt ihr euch heute doch, ja, hier gibt es so eine kleine Tendenz, das Haus zu verlassen. Vielleicht geht ihr in das nächstgelegene Hotel, ja, was eine Sauna hat oder so etwas und ja, quartiert euch da ein oder verbringt da ein paar Stunden, um euch zu entspannen. Okay,
Es ist, wie es ist. Das ist eine ähnliche Aussage. Lasst uns die dritte Information anschauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein mögliches Paar oder sogar ein Paar, welches Probleme hat miteinander, sehr wahrscheinlich. Ja. Euch gefällt hier etwas nicht. Das geht hier von eurer Seite aus. Oder wisst ihr, was ja auch möglich ist, dass sich in eure Beziehung irgendeine Frau heute einmischt oder in der Vergangenheit eingemischt hat. Für euch ist es heute noch Thema. Ja, ihr beschäftigt euch damit. Weil hier ist ein Problem zwischen Frau und Mann. Und sehr wahrscheinlich hat hier eine Frau damit zu tun. Oder vielleicht befürchtet ihr es, ja, dass hier irgendeine Frau noch mit im Boot ist. Ihr wisst nicht so recht, wie ihr mit dieser Situation umgehen sollt, wie ihr darauf reagieren sollt. Vielleicht ist es auch keine Frau, ja, weil diese Frau kann auch wieder, das könnte wieder ihr sein, das muss keine neue Person oder keine dritte Person sein. Aber euch, ja, euch geht es irgendwie nicht gut in dieser Beziehung zu diesem Mann. Ihr seid mit euch nicht im Reinen, ja, ihr seid durcheinander. Wisst nicht, was ihr tun sollt. Ihr habt im Moment noch keine Lösung im Sinne von, wie soll ich damit umgehen? Ja, das ist bei euch noch nicht vorhanden. Was ist denn hier mit dem Mann? Was ist denn mit ihm hier? Ja, auch er hat keine Lösung parat. Er wartet. Er wartet auf irgendwelche Nachrichten oder dass sich die Dinge, ich weiß nicht, von dir aus vielleicht bewegen, dass du vielleicht irgendwas machst, ja, dass du irgendwie, ich sag nicht, dass du das machen sollst, es kommt auf die Situation an, ja, aber er ist in so einer Warteposition, hat jetzt im Moment nicht wirklich vor, etwas zu tun, aber er ist noch bereit, mit dir zu kommunizieren über diese ganze Situation, ja, mit dir in Kontakt zu treten und die Sache womöglich aus der Welt zu schaffen. Okay, und was ist denn hier allgemein wichtig in dieser Situation? Ja, wenn es um Eifersucht geht, diese Eifersucht zur Seite zu schieben, ja, oder die Eifersucht quasi, ja, eigentlich nicht zum Thema zu machen. Und hier muss eine negative Energie weg. Und ein Gespräch muss her. Ja? Tendenz. Ja, die Tendenz ist schon da, dass man aus vergangenen Schwierigkeiten, ja, herauskommen kann. Dass man sie hinter sich lassen kann. Also das ist hier keine verlorene Situation. Ja, hier kann man noch was drehen, was wenden. Hier kann man sich noch versöhnen. Hier kann man, wenn man ein Problem miteinander hat, das klären. Nur wisst ihr, der Teufel steht immer sehr für heftige Emotionen. Ja, oder sehr oft steht der Teufel für sehr heftige Emotionen. Und hier ist der Ratschlag, aus dieser Energie rauszukommen. Man kann sich selbst darauf programmieren, ja, man kann ein bisschen Zeit walten und schalten lassen, so dass ein bisschen Gras drüber wächst über die ganze Situation. Und ja, man kann da rauskommen. Oder man sollte, wenn man ein Gespräch miteinander führt, ja, sollten diese Emotionen keine so große Macht haben, weil sehr starke Emotionen, ja, können auch zerstörerisch sein, weil wir dann einfach. Oder ich sag's euch generell, ja, psychische Reife bedeutet unter anderem, dass wir unsere Emotionen kontrollieren. Ja, also leider leben viele Menschen einfach, ja, ich fühle, also ich mach einfach nach Gefühl. Ja, mein Gefühl zieht mich heute hierhin, dann gehe ich hierhin. Morgen zieht mich mein Gefühl in eine komplett andere Richtung, also gehe ich dahin. Nein. Gefühle kontrollieren.
Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist psychische Reife kontrolliert die eigenen Gefühle. Ich spreche nicht von Verdrängen, ich spreche von Kontrolle. Und man kann Gefühle kontrollieren. Ja, kann man. Ja, man kann sich sagen, hier, pass auf, du bist heute nicht so gut drauf, ja. Ich merke es selbst, mich zieht es mal nach links, mal nach rechts. Morgens denke ich so, abends denke ich anders. Ich bin nicht in einer guten Verfassung emotional, also muss ich auf mich aufpassen, ja, und muss zusehen, dass ich meine Gefühle unter Kontrolle bekomme. Es ist ganz wichtig im Leben, die Gefühle zu kontrollieren. Eins der wichtigsten Regeln. Überhaupt. Und das ist hier wichtig in dieser Situation, ja. Stoizismus, sage ich nur, ja. Ich bin eine starke Anhängerin davon, weil vieles, eigentlich alles, ja, heute noch anzuwenden ist und absolut sicher ist. Wenn man nach diesen Regeln lebt, kann einem eigentlich nicht mehr so viel passieren. Okay, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag. Macht ein wenig Wellness. Ja, gönnt euch irgendwas. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn ihr das denn möchtet. Bis bald.